So, dieses ausdrucksstarke Pferd ist Stjarni, ein 9-jähriger Islandwallach, seit allen Jahren aus Island importiert, ein, ja, mit Sicherheit ein Ausnahmepferd. Wir haben ihn jetzt seit einiger Zeit hier wieder im Training. Ein extrem temperamentvolles Pferd. Also ganz klar nur für Reiter, die wirklich mit viel Temperament umgehen können. Manchmal ist es auch ein bisschen zu viel für seinen eigenen Kopf. Das ist so unsere Arbeit der letzten Wochen oder auch schon Monate gewesen, dass wir versuchen, ihn so ein bisschen wieder runterzukriegen. Er war extrem dabei, er wollte vorwärts rennen. Auch mit Sicherheit viel sinnvoller, den nicht einfach hier so zu nehmen und loszureiten, sondern wir machen das auch jetzt mal. Wir gehen einfach da in das Viereck rein und lassen da gerade mal so ein paar Runden ablaufen. Nur mal gerade ein Band zu, mit mittlerer Band reicht wahrscheinlich schon. Dass er sich so ein bisschen entspannen kann vorher, das hilft dann schon mal etwas. Nee, nee, fressen brauchst du nicht. So, guck jetzt schon. Ja, okay, ruhig so. Gut. Okay, du weiter. Okay, okay. So, wir haben uns jetzt hier unten im Inneren der Ovalbahn ein 20-60 Viereck abgesteckt, was wir in nächster Zeit auch so ein bisschen mehr als solches ausbauen und nutzen wollen, den Boden entsprechend etwas vorbereiten wollen. Ja, wir haben die Zügel dann nicht richtig gut festgemacht. Ich hoffe, es geht gut. Warte mal, lass mal gerade anhalten. Der Zügel ist so schlecht. Oh, ist gut. Geh du rechts. Aber auch mal ganz interessant zu sehen, wie er sich hier freilaufend verhält. Sehr viel Ausdruck. Sehr, eigentlich ein wunderschönes Pferd. Ganz viel Persönlichkeit. Oh, ist gut. Oh, ist gut. Oh, ist gut. Normalerweise mache ich es immer gerne so, dass ich den Zügel in der Mitte aufmache und dann wie einen Ausbildezügel am Sattel festmache, aber der Zügel hat in der Mitte kein Schnallstück. Das haben wir irgendwie so im Steigbügel gewickelt. Okay, wird hoffentlich halten. Lass mal nochmal anlaufen. Ja, also ganz sinnvoll, den Wehen wie viele andere Pferde auch. Vorher mal ein bisschen ablaufen zu lassen, dass es so ein bisschen lockert. Man sieht hier einen sehr schönen Trab. Insofern ist klar, dass er das Potenzial auch hat, schön zu traben. Unterm Sattel ist es meistens sehr, sehr schwierig, den Trab zu finden, weil er da so viel Temperament hat und so viel vorwärts rennen will, dass das Temperament dann dem Trab sozusagen im Weg ist und er von sich aus dann immer in den Tölt reinläuft. Wir haben jetzt die letzten Wochen und Monate ganz bewusst sehr wenig auf der Bahn trainiert, weil wir da immer wieder das Problem hatten, dass es auf der Bahn zu fest wurde, zu steif wurde und man, okay, machen wir weiter. Haben ihn daher viel im Gelände bergunter laufen lassen, wo er sehr schön und locker geht. Er ist so genau das, was man sich so unter einem Ein-Mann-, Ein-Frau-Pferd vorstellt. Er ist völlig ungeeignet, um in irgendeiner Gruppe zusammen auszureiten. Da würde man ihm nicht gerecht und hätte selber auch keinen Spaß daran. Wohingegen, wenn man sich auf ihn einstellt und dann eben so Dinge macht, die wir jetzt gerade hier machen, mal so ein bisschen ablaufen lässt vorher, oh, ist gut. Dann kann man ein ganz tolles Pferd dabei haben. Okay, ist gut. Oh, ist gut. Oh.
Ah, ist gut. So ist brav. Ist gut. Auch erst mal losreiten, sich Zeit lassen. Vielleicht auch noch mal absitzen, noch mal eine Runde führen, wenn man merkt, er ist zu sehr verspannt. Oder wie ich es gerne mache, so ein bisschen hin und her reiten. Oder noch mal laufen lassen oder eine Runde führen. Aber man sieht schon deutlich den Stress, den er jetzt gerade beim Losreiten hat. Und den muss man versuchen, irgendwie wegzukriegen. So ist brav, gell? Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Okay. Oh, ist gut. Und das ist schon mal eine Fähigkeit, die man besitzen muss, sich selber ein bisschen klein zu machen und vorsichtig an ein solches Pferd versuchen heranzukommen. Und jetzt kann man ja schon deutlich sehen, der ist voller Temperament und hat nur eins im Kopf, dass er vorwärts will. Er hat extrem viel Tölt. Und man muss den eigentlich nie antölten, sondern sobald man da drauf geht, töltet er immer direkt von sich aus an. Und man muss ihm dann so ein bisschen Ruhe und Zeit geben, was ich jetzt auch versuchen werde zu machen. Ihn mal einfach so gehen zu lassen, eine Zeit lang. Gerne auch schon so im etwas mittleren Tempo. Und dann merkt man so, wie er sich so unterschiedlich verhält. Mal drückt er wie gerade eben da drüben so ein bisschen mehr auf die Hand. Dann wird er wieder ein bisschen leichter und so muss man sich so allmählich in ihn quasi reinbasteln. Und schauen, wie man dazu kommt, allmählich etwas leichter zu werden. Er ist ganz klar ein Pferd, was nur für einen Reiter geeignet ist, der über guten Knieschluss verfügt, stabil und ruhig sitzen kann, sich auf etwas speziellere Pferde einstellen kann und dann eben auch dazu bereit ist, das zu tun. Darüber hinaus ist ein Pferd, wenn man diese Dinge beherrscht, muss man darüber hinaus keine besonderen Fähigkeiten haben, jetzt Gänge zu reiten, denn man sieht das, ich habe mich da nur drauf gesetzt und der hat angefangen zu tölten, ohne dass ich irgendwo eine besondere Hilfe gegeben habe. Und ich habe ihn einfach nur so gehen lassen. Jetzt kann man auch sehen, dass ich teilweise auch schon meinen Zügel was lockerer lassen kann. Nicht für lange Zeit, aber es wird doch alles so allmählich ein bisschen angenehmer und leichter. Rein sportlich gesehen ist er in meinen Augen ein reiner Tölter.
macht meines Erachtens keinen Sinn, in Richtung Viergang zu arbeiten. Völlig falsch würde ich es empfinden, in Richtung Fünfgang zu arbeiten und zu gucken, ob dieses Pferd auch Pass hat. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Sinn machen könnte. Ich kann mich natürlich auch immer täuschen, aber es würde mir schon irgendwie widerstreben, ein Pferd, der ohnehin schon so heiß ist wie er, dann noch heißer zu machen, indem ich ihn im Pass reiten würde oder versuchen würde, im Pass zu reiten. Ich werde ihn nachher auch noch im Galopp vorstellen. Trab versuche ich mal, bin ich mir aber sehr unsicher, weil man sieht ja, wie extrem stark der im Tölt jetzt drin ist. Ich werde ihn beim Galopp eigentlich nur deswegen reiten, um zu zeigen, dass das auch geht. Wenngleich, wie gesagt, ich ihn sportmäßig und überhaupt von seinem gesamten Einsatz her immer nur aus den tollen Tölter sehen würde und nicht als den Viergänger. Ich sage schon, mein Sattel ist nicht ganz fest. Finde ich etwas irritierend. Oh, warten, bis er hinten umspringt. Und dann haben wir ihn. Ist gut. Okay, ist gut. Oh. Ist gut. Ist gut. Auch wenn sie den Versuch zu traben, ich spare mir, das würde bestimmt jetzt nicht klappen, wie er traben kann. Das hat man gerade eben freilaufend gesehen. Und wie gesagt, das ist dann schwierig bei dem Vorwärtswillen, den Trab zu finden. Oder man findet ihn nur dann, wenn man deutlich länger geritten hat und er deutlich mehr zur Ruhe gekommen ist. Ja, Stjatni, ein extrem beeindruckendes Pferd, was eigentlich noch viel mehr kann, als er momentan zeigt. Ich habe ihn vor Jahren schon mal kennengelernt und da war er noch viel höher und freier in der Bewegung gewesen. Da muss er eigentlich wieder hinkommen durch die Arbeit, wie ich sie eben erklärt habe. Und halt eben für einen Reiter, der sich auf ein solches Pferd einstellen kann und möchte, der mit dem Temperament umgehen kann, der gerne alleine reiten möchte und der dann ein tolles Pferd hat.